Oh. Tut mir leid. Hey, Neuling. Pass auf, wo du hingehst. Tut mir so leid. Ich werde dir helfen. Oh, Neuling. Hi. Das war peinlich. Na, dann pass mal auf. Geht in die Klasse. Ein Tausender und noch ein Tausender. Wie lautet die Summe? Ich werde es zählen. 100, 200, 2000. Genau. Ich werde auch versuchen, Geld zu zählen. Aber ich habe nur Münzen. Eine Münze, zwei Münzen, drei. Wow, was hast du da? Ich werde diese kleinen runden Chips kaufen. Du kriegst die Hälfte. Danke, das muss ein Accessoire sein. Es ist kalt. Wow, schade, dass man sie nicht essen kann. Es sind zwei Riesen. Richtig, schreib die Antwort auf. Sehr gut. Wer ist das? Oh, das bin ja ich. Ich weiß. Ich schalte die Kamera um. Das ist witzig. Wo sind die Gitterstäbe? Komisch. Hier schreibt ein Test. Eure Zeit beginnt jetzt. Wo ist mein Stift? Hier. Nee. Ich kann nur mit einem goldenen Stift schreiben. Ein Goldbarren. Noch einer. Das brauche ich alles nicht. Endlich. Eine Tür mit meinen Lieblingsstiften. Schneidet ein Goldbarren aus Pappe aus. Ritzt die Linie mit einem Cutter ein. Wickelt das Stück in goldenen Stoff ein. Und klebt es mit Heißkleber fest. Baut ein Etui zusammen. Und macht eine Schließe. Fügt einen goldenen Schaumgummi-Titel hinzu. Darf ich? Ja, danke. Mit goldenen Stiften kann man schneller arbeiten. Konzentrier dich. Ihr schreibt heute einen Test. Die Arme. Sie hat keinen richtigen Zeiger. Das ist für sie. Ein neuer Zeiger. Danke. Das ist aber nett von euch. Aha. Dein Rubin. Puh, ist der schwer. Ich kann ihn gar nicht anheben. Ha, ich wette, sie schafft es nicht. Ich heb den Rubin auf, egal was es kostet. Es hat geklappt. Oh, das muss doch wehtun. Ihr schreibt einen weiteren Test. Ich verstehe gar nichts. Wie lautet die richtige Antwort? Hast du Probleme? Ich helfe dir. Ich werde deine Hand küssen. Nein, das ist ein Ring mit einem Spickzettel. Füllt eine Silikon-Diamantenform mit Heißkleber und lasst sie aushärten. Füg Glitzer und Perlenpulver zum Nagellack hinzu. Mischt es gut und bestreicht den Diamanten damit. Nehmt einen Deckel, der etwas größer ist als der Diamant. Bestreicht ihn mit Acrylpolitur und umwickelt ihn mit Blattgold. Faltet deinen Spickzettel genau so. Klebt ein Ende in den Deckel und das andere Ende in den Diamanten. Befestigt das Teil an einem Ringrohling. Was? Miss Jennifer, die haben einen Spickzettel. Wer? Oh! Es ist nur ein Ring. Oh, Brenda, warum hast du das gemacht? Es ist doch nur ein Ring. Das Wort Diamant kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet unzerstörbar. Es gibt drei unterschiedliche Kohlenstoffmodifikationen. Langweilig. Ich schlaf gleich ein. Ein Nickerchen ist viel besser. Was? Flirten die etwa? Na schön. Hi. Was für ein Traum. Yay, Pause. Es klingelt schon? Dann ist es Zeit für etwas Spaß. Ich aktiviere den Disco-Globus. Grundiert dein Globus. Streich die Ozeane mit goldener Acrylfarbe an.
malt die Kontinente weiß an. Besprüht den Halter mit goldener Farbe. Tragt eine Schicht Nagellack auf die Kontinente auf und verziert sie mit holographischem Glitzer. Befestigt Dekosteine an dem Halter. Wow, Party Time! Das ist unglaublich! Yeah! Würdet ihr gerne an unserer Schule lernen? Sagt es uns in den Kommentaren. Und der Weihnachtsmann hat mir eine Insel geschenkt. Hier ist eine Serviette. Weg damit! Ich muss mich umziehen. Hier ist mein Spind. Hi, Anthony. Oh, du siehst furchtbar aus. Ich werde ein schickes Outfit für dich finden. Wie wär's damit? Vergiss nicht die Accessoires. Viel Glück. Was macht sie da? Das ist dein Clip? Ich habe eine Idee. Das ist für dich. Für mich? Danke. Ein Goldbarren? Wow, Diamanten und Gold. Befestigt silbernes Schaumgummi mit doppelseitigem Klebeband. Zeichnet Diamanten. Und schneidet sie aus. Zeichnet Goldbarren auf goldenes Schaumgummi. Klebt sie auf goldene Büroklammern. Befestigt die Diamanten an den Büroklammern. Legt sie in eine verzierte Schachtel. Wow! Wow! Aber sie sind nicht echt. Ich mag sie. Sie sind unglaublich. I love Kuss. Wer will antworten? Oh, mein Smartphone klingelt. Hi, Justin. Hä? Rollt Fimo aus und schneidet ein Dollarzeichen aus. Backt es kurz. Sprüht es mit goldener Sprühfarbe. Schneidet eine Handyhülle aus Papier mit einem Dollarzeichenaufdruck aus. Und legt es in die Hülle. Verziert ein Popsocket mit einer Kette. Befestigt es an der Hülle. Klebt das Dollarzeichen an. Wow, was für eine coole Hülle. Wir wollen auch ein Selfie. Geht weg, stört mich nicht. Schönes Selfie. Ich hab Durst. Ich will einen erfrischenden Cocktail. Wow. Ich will auch rein. Ich gieß Wasser hinein und bekomme Wasser. Wo ist der Cocktail? Schade. Ich vertraue meinem goldenen Tagebuch meine Geheimnisse an. Reibt beide Seiten mit einer Kerze ein. Besprüht sie mit goldener Sprühfarbe. Bereitet auf diese Weise ein paar Blätter vor. Klebt Sandpapier auf holographische Pappe. Fügt Klebeband und ein Band mit Zielsteinen hinzu. Klebt einen Titel auf goldene Pappe und schmückt es noch. Formt Löcher und montiert das Tagebuch auf Metallringen. Sieh da, liebes Tagebuch, ich habe mich in den süßesten Kerl der Welt verliebt. Ach, ich mach später weiter. Genial, ich habe das Tagebuch. Miss Jennifer, das macht Barbara im Unterricht. Oh, wie romantisch. Mein Tagebuch, was? Ich werde auf die Fortsetzung warten. Okay. Sie hat wieder Glück gehabt. Jeder muss ein Porträt von sich selbst auf einen Geldschein malen. Was?
Ich benutze das. Hm. Diese Aufgabe ist verrückt. Aha. Nee, ich habe eine bessere Idee. Mit diesem Spiegelgeld werde ich gewinnen. Huh? Länder? Was ist das? Sehen Sie mal, Sie sind auf dem Geldschein. Fertig. Ich habe es geschafft. An einer Schule für Millionäre macht das Lernen 1 Million Mal mehr Spaß.